Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunst Maratomi. Heute am 6.9.2024 wieder aus meinem Sendestudio in Forchheim. Ja, das Wetter ist jetzt wieder immer noch richtig sommerlich. Der Sommer soll sich noch besonders halten, glaube ich, laut neuester Prognosen. Und dann nächste Woche soll es deutlich kühler werden. Also genießt noch die letzten Sommertage. Und wir können uns dann schon sehr auf den Herbst freuen, weil da ist das Wetter dann wieder zum Briefmarken sammeln etwas angenehmer als bei der Hitze, wo man muss einen doch mehr nach außen lockt, man mal an einen Badesee, Baggerweiher oder sonst wo hingeht oder sich halt auch mal in den Biergarten setzt und mal einen schönen Ausflug macht und natürlich Urlaub und dergleichen, Urlaubsreisen. Und wenn man da wieder richtig erholt zurückkommt, kann man sich neben der natürlich Arbeit, die man halt immer hat, sich auch wieder so richtig schön seinem Hobby widmen. Ja, das Wetter und der Sommer, Herbst, Winter und Frühling sollen heute nicht das große Thema des Filmes sein, sondern heute möchte ich mal wieder auf eure Kommentare, die ich so im August bekam und jetzt auch noch Anfang September. Ein interessanter Kommentar kam noch rein, den kann ich jetzt leider nicht mehr mit berücksichtigen, aber das können wir dann vielleicht dann das nächste Mal dann machen. Aber bevor, ja, das soll dann halt auch so ein bisschen, so ein, zumindest eine minimale Kommunikation, es wäre natürlich noch viel schöner, wenn wir noch mehr miteinander in Dialog treten könnten, aber dann müsste man so eine Art Livestreams machen, da müsste ich jetzt dann mit meiner Frau dann noch, weil das ist dann alles ein bisschen schwierig, weil dann muss man immer dann noch die Kommentare und dergleichen, gleich die Online-Kommentare, die aktuell dann reinkommen, lesen und bearbeiten, und das ist ein bisschen schwer. Und ich habe leider ja auch mal mit Livestreams auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen machen wir es dann trotzdem heute mal wieder so, wie gewohnt. Aber bevor wir damit loslegen, möchte ich euch noch bitten, meinen YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunst Maratomi zu abonnieren. Dazu den Abonnieren-Button anklicken. Das ist natürlich wie immer kostenlos. Und man kann jetzt ab sofort, also seit dem letzten Film habe ich es ja erwähnt, auch noch eine kostenpflichtige Kanalmitgliedschaft machen. Da geht es in erster Linie darum, wenn ihr Lust und Freude daran habt, ein bisschen meinen Kanal finanziell für die Ausrüstung und dergleichen zu unterstützen, dann habt ihr die Möglichkeit, dann ein Abo zu machen. Es sind auch einmal Spenden möglich, habe ich ja schon gesagt. Dazu gibt es einen PayPal-Link, ganz einfach. Aber es sind natürlich auch alle anderen weiterhin herzlich willkommen, die jetzt das nicht finanziell unterstützen wollen oder auch nicht können. Denn die Zeiten sind nicht so einfach. Ich spüre es ja auch. Es wird alles teurer. Dann freut man sich wieder mal, hat ein bisschen mehr Einnahmen, und dann fressen einen die Kosten ja wirklich auf. Also wir haben keine einfachen Zeiten, aber wollen wir nicht jetzt zu sehr herumjammern, sondern dann gleich in medias res gehen. Aber wir haben ja hier jetzt noch traditionell die Glücksglocke. Also wenn man unter den Abonnieren-Button noch die Glücksglocke anklickt, bekommt man nicht nur immer meine neuesten Filme mit, sondern erntet vielleicht dann auch noch viel Glück, Geld und Gesundheit. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal die Glücksglocke, jetzt sage ich schon Glücksglocke, nochmal ordentlich läuten lassen, damit sie uns das Beste bringt. Also auch viel Glück, Geld und Gesundheit. Ja, klingt fast wie auf der Alm, wenn die Kühe darum marschieren mit ihren Kuhglocken. Ja, viel Glück und Freude bereitet ja unser Hobby, das Sammeln, sei es jetzt nun Briefmarken, Münzen, Geldscheine, Ansichtskarten oder sonst was. Sammeln ist einfach ein wunderschönes Hobby, entspannt, man kriegt viel von Geschichte und Geografie mit, viel Glücksgefühle. Man kann, wenn man es richtig anlegt, vielleicht auch damit Geld machen, aber das sollte, das Finanzielle oder Monetäre sollte nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. Darauf gehen wir dann auch noch ein. Auch aufgrund eines Kommentares, den ich bekommen habe. Jetzt war nämlich in der neuen Philatelie, habe ich kürzlich angefangen, einen interessanten Artikel zu lesen. Philatelie, das ist die Zeitschrift, eine super Zeitschrift, die jedes Mitglied des Bund Deutscher Philatelisten bekommt. Also jedes Vereinsmitglied, das im Bund Deutscher Philatelisten organisiert ist. Und man kann da, soweit ich weiß, auch direkt Mitglied
werden. Und diese Zeitschrift ist wirklich super, kommt einmal im Monat raus. Sehr empfehlenswert, schon das allein rendiert sich dann in den Bund Deutscher Philatelisten oder in einen Briefmarkenverein einzutreten. Aber da kommen wir dann nochmal in einen Kommentar drauf zu sprechen. Da ist nämlich ein Artikel, das Sammeln und das Glück, das passt ja auch so wunderbar zu unserer Glücksglocke. Und da werde ich euch eine kurze Passage daraus vorlesen. Aber schauen wir uns jetzt mal die interessantesten Kommentare an. Ich lege meine Brille ab, ich bin kurzsichtig. Und mit Brille bin ich weitsichtig, ich sehe aber auf der Nähe sehr gut, deswegen lege ich jetzt die Brille ab. Und da schreibt uns zum Beispiel Banda Gary: Thomas hätte mal einen Vorschlag, könntest du nicht mal ein Treffen organisieren, dass sich deine Abonnenten mit dir mal treffen können in deiner Region zum Austausch bzw. zum Fan-Treffen? Also solche Kommentare, die ehren mich natürlich sehr, da bin ich jetzt schon fast richtig begeistert, dass ich da schon so richtige Fans habe. Aber das bestätigt auch meine Arbeit und freut mich und das motiviert mich auch praktisch den YouTube-Kanal weiter zu betreiben und mit euch gemeinsam viel Freude zu haben. Ihr könnt mir vielleicht nochmal hier in den Filmkommentar schreiben, wer da an sowas interessiert wäre. Müsste ich mir aber dann nochmal überlegen, wie man das am besten dann anstellen könnte. Dann schreibt mir Daniel Reinicke, 7388, vor ein paar Tagen: Lieber Thomas, vielen Dank für das schöne Video. Wie immer viel Information, spannend und kurzweilig vermittelt. Vielen Dank, Daniel. Hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, eine Mitgliedschaft für deinen Kanal einzuführen, damit man deine Mühe niedrigschwellig unterstützen kann? Dem Vernehmen nach hat das bereits ein anderer Briefmarken-YouTuber auch kürzlich getan. Das war natürlich, ich denke, damit meint er den Ron. Wir sind ja immer so in Kontakt, der Ron und ich, und wir versuchen uns auch immer gemeinsam unsere Kanäle ein bisschen zu unterstützen. Ja, der Ron hat es halt gemacht und jetzt war der Vorschlag dann, naja, da musste ich das natürlich auch sozusagen machen. Ich verweise auf den Anfang des Filmes, würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere ein paar Euros vielleicht übrig hat, damit wir hier mal ein bisschen Equipment und so weiter hier ein bisschen fördern können. Würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere eine Kanalmitgliedschaft machen würde. Aber wie gesagt, Abonnements sind weiterhin natürlich kostenlos. Kostenpflichtig sind halt diese Kanalmitgliedschaften. Ja, das war vom Daniel und jetzt kommt faiz.de. Zum Filmthema Überraschungsfunde im Kistchen, da hatte ich mich ja sehr gefreut in dem Film. Und da hatte ich ja so ein Kistchen Kiloware geöffnet und was sah ich? Na, da wieder mal so Kiloware. Hat mich jetzt nicht so toll begeistert, obwohl da auch ein paar schöne Motive zu sehen waren. Aber wie gesagt, oft ist ja der zweite oder dritte Blick sehr interessant. Sehr wichtig, und das habe ich dann halt gemacht und entdeckte dann wunderschöne Briefe und zwei wunderschöne Ansichtskarten von der Internationalen Luftschiffausstellung in Frankfurt 1909. Unter anderem eine Faltkarte, die deutlich über 100 Euro wert ist. Aber lesen wir mal vor, was der Uwe dazu schrieb. Sehr schöne Neuzugänge. Deutsch ist man auch Vorfehlerbelege, dabei muss ich dazu sagen, deutsche Vorfehlerbelege sind aus meiner Sicht eines der empfehlenswertesten Sammelgebiete, da hier nicht nur der relative Zeitrahmen 1849 bis heute abgedeckt wird. Er meint hier natürlich die deutschen Briefmarken, Schwarzer Einser in Bayern, der kam ja 1849 heraus, die erste britische Marke und die erste Marke der Welt offiziell. War ja dann die Black Penny, die kam schon 1840 heraus, und Sardinien gab schon so kurz nach der napoleonischen Zeit testweise Briefmarken heraus, war aber nicht überzeugt und stellte das dann wieder ein. Ja, also Vorfehler kann man natürlich viel weiter in die Vergangenheit sammeln. Ja, da geht es bis ins 15. Jahrhundert etwa zurück, also so sind natürlich extrem selten solche Briefe, oder 15. 16. Jahrhundert. Turn und Taxis fing ja da, glaube ich, irgendwann mal im 16. oder 15. Jahrhundert mit Postdienst an.
Und ab da kann man das nicht sammeln und da gibt es halt wunderschöne, verschnörkelnde Vorfühlerbriefe, die ganz alten, aber die kosten natürlich dann auch ein bisschen was. Ja, dann schreibt er, in den 70er Jahren gab es einen regelrechten kleinen Boom für dieses Gebiet, der mittlerweile jedoch wieder etwas verebbt ist. Leider ja, es betrifft halt viele Sammelbereiche, Sammelgebiete der Philatelie, aber es gibt natürlich auch einige, die sehr geboomt haben. Es gibt einige Briefmarken, die heute deutlich höher gehandelt werden als in den 70er Jahren. Aber gut, für Anfänger würde ich den Feusser Münzberg Katalog Deutsche Philatelie empfehlen. Ja, das ist dann natürlich das sozusagen der Michel-Katalog für Vorfühler Briefe, der auch ungefähre Preisvorstellungen vermittelt. Ja, dann gucken wir mal, was den nächsten Kommentar, den ich mir hier ausgedrückt habe. Ja, vor 7 Tagen war das: Hallo Thomas, als Österreicher würde mich das Thema österreichische Briefmarken mit Werteinschätzung auch mal sehr interessieren. Ja, da stellte ich bei den Community-Beiträgen meines Kanals die Frage, was ihr euch für so Filme so in nächster Zeit wünschen könntet. Zum Thema Österreich, da habe ich es auch schon geantwortet, hatte ich vor einiger Zeit die Jahrgänge, also ab 45 vorgestellt, so bis in die 60er Jahre und das Ganze auch mit Wertangaben. Da könnt ihr, nutzt ihr auch mal die Suchfunktion in meinem Kanal. Mittlerweile habe ich ja mit den Kurzfilmen an die 1500 Filme schon online gestellt. Das ist ein sehr großer Fundus an allerlei Filmen und mit vielen interessanten Informationen. Also es rentiert sich da auch mal so etwas ältere Filme von mir nochmal anzuschauen und das könnt ihr über die Suchfunktion, geht da das eine oder andere. Ja, dann ein weiterer Beitrag zu Filmideen. Ich gehe dann nochmal kurz darauf an, was ich so vielleicht in nächster Zeit machen könnte. Und zwar der Thomas Krizosiak 225 schreibt: Hallo Thomas, wie wäre es doch mal wieder was über Postkarten? Welche sind und werden wertvoll zu senden? Und dann auch den Unterschied zwischen Litho und Druck. Ja, Lithografie ist natürlich ein Steindruck, ist halt auch ein Druck sozusagen. Wie kann ich eine Wertschätzung vornehmen, zum Beispiel bei Karten? Ja, es ist bei Ansichtskarten ein bisschen schwieriger, den Wert zu ermitteln. Bei den Briefmarken haben wir halt die Michel-Kataloge, sowas in der Art gibt es als so ein Standardwerk mit Werteinschätzung für Ansichtskarten, gibt es leider nicht und daher ist es halt dann ein bisschen schwerer, den Wert dieser Karten einzuschätzen. Und dann schrieb er noch zu: Stimme diesem Wunsch zu, sagt einer zu dem Beitrag in den Kommentar zum Beitrag von Thomas. Ich würde in diesem Zusammenhang gern mal etwas über die früheren Herstellungsmethoden erfahren, da müsste ich jetzt auch dann ein bisschen recherchieren. Das ist ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber vielleicht nicht schlecht, dann kann man auch sein eigenes Wissen dann erweitern. Sitze mitunter vor einer farbigen Postkarte von 1899 und frage mich jedes Mal, wie die Karte zustande kam. Ja, da gibt es ja halt diese Schwarz-Weiß. Fotos gingen ja dann nur Schwarz-Weiß und dann haben die wirklich, manchmal haben sie es händisch koloriert. Aber da gab es, soweit ich weiß, auch Druckverfahren, die dann noch weiter zu kolorieren. Da muss doch jemand etwas gemalt haben, kam vor, aber war natürlich nicht der Regelfall, weil das wäre ja dann viel zu mühevoll. Was dann irgendwie in Produktion ging, Fotokarten ging meines Erachtens nur schwarz-weiß. Ja, wie gesagt, die Karten, da hatte man die Fotos schwarz-weiß und dann wurden halt noch Farben darüber gedruckt. Wie es denn das genau drucktechnisch ging, müsste ich jetzt auch nochmal recherchieren, aber das konnte man damals schon machen. Wir haben es ja jetzt auch neulich bei meinem Buch über die deutschen Kolonien von 1922 erlebt. Da waren viele große, schöne Fotos dabei und die waren dann auch noch koloriert über dieses Druckverfahren. Vielleicht kann der eine oder andere von euch auch dazu mal was schreiben, wie das genau technisch funktionierte. Und in diesem Rahmen komme ich jetzt vielleicht mal darauf zu sprechen, was für Pläne ich so eventuell in nächster Zeit mit meinen Filmen habe. Ja, um das Ganze ein bisschen zu systematisieren, habe ich mir da jetzt ein
Word-Dokument erstellt, wo ich dann immer so alles so reinschreibe, wenn ich mir dann eine neue Filmidee habe. Und da werde ich auch da erfasse ich auch die Vorschläge. So wurde zum Beispiel vorgeschlagen Altdeutschland oder alte Ganzsachen wie Altdeutschland, Deutsches Reich, auch wegen Erhaltung und Gefälligkeitsstempeln. Dann Kunst, Bahnpost, Sammelbilder, Schmuck, alte Handwerkskunst, Ton und Porzellan. Also es geht auch, die Wünsche auf meinem Kanal gehen auch über das Thema Briefmarken natürlich hinaus. Ich betreibe ja auch seit Jahrzehnten die Sammlerwebsite sammlernet.de, sammler.com. Da müsste man mal einen richtigen Redesign natürlich drüber legen. Werden jetzt auch durch die sozialen Netzwerke, werden diese beiden Websites leider auch nicht mehr so gut besucht wie früher. Und da steckt halt wahnsinnig viel Arbeit dahinter und ich kann halt nicht alles machen da. Irgendwann muss man dann auch ein bisschen, man darf sich nicht zu arg verzetteln. Da sagt ja mal ein deutscher Panzergeneral, jetzt wird es richtig militärisch, der Herr Guderian, man soll nicht kleckern, sondern klotzen, sagte der. Okay, aber ich bringe auch immer wieder so zwischendurch andere Themen. Ein ganz gut laufender Film zu meiner Überraschung ist zum Beispiel, den ich schon vor ein paar Jahren online gestellt habe, ein Film über das Eiserne Kreuz, der wurde jetzt schon über 50.000 Mal angeguckt. Ja, dann schrieb einer, als Österreicher würde mich das Thema österreichische Briefmarken interessieren, hatten wir schon gerade. Und das ja jetzt mit Litto, Postkarten, welche sind oder werden wertvoll, hatten wir auch gerade schon. Und dann habe ich noch ein paar Ideen oder Vorhaben, natürlich die Verkaufskiste 28 muss demnächst mal folgen. Momentan läuft noch die Verkaufskiste 27, da könnt ihr, schaut doch mal rein, da gibt es immer noch gute Sachen. Da wurde noch nicht so viel angekauft, da spürte man nochmal das schöne Wetter und die Sommerflaute. Guckt mal rein, vielleicht findet sich ja dann noch was für eure Sammlung. Dann so ein großes Thema ist natürlich immer Briefmarkensammlung bewerten, das interessiert viele sehr. Wie kann ich meine Briefmarkensammlung bewerten? Ja, und auch ein Thema interessant, warum man überhaupt Briefmarken sammelt. Ich meine, ich habe schon so ähnliche Filme auch schon mal gemacht. Wie schon gesagt, nutzt mal die Suchfunktion, da gibt es vieles schon zu diesen Themen. Dann mal vielleicht meine eigenen Sammelgebiete ein bisschen vorzustellen. Das sind die Kolonien und das bedeutet nicht nur deutsche Kolonien, sondern britische, französische, dänische, belgische, portugiesische, spanische Kolonien. Im letzten Film habe ich euch ja ein schönes Album mit portugiesischen Kolonien vorgestellt, auch eine wunderschöne Sache. Dann Thema Münzen geerbt, was nun viele stehen ja nicht nur bei einer Erbschaft von Briefmarken auf den Schlauch, sondern auch bei Münzen. Was sind gefragte Briefmarkengebiete? Stichwort Volksrepublik China oder Altchina Kaiserreich. Dann vielleicht mal meine Sammler.com habe ich glaube ich schon mal vorgestellt in einen Film, dann meine zweite Sammlerwebsite sammlernet.de mal vielleicht vorstellen. Dann hatte ich schon vor längerer Zeit einen Vorschlag Sommer 1945 Film, als sozusagen als Fortsetzungsfilm zu einem Film, der sehr gut ankam. Das war der Film zum Thema Sommer 1914 und das in Bezug auf nicht nur Philatelie, sondern auch anderen Sammelgebieten und halt auch mit geschichtlichen Einblicke. Dann wurde ich gebeten, wieder mal über Vermögensblase-Film was zu machen, das ist immer noch aktuell und akut. Die Finanzmärkte sind teilweise wieder sehr aufgebläht. Es droht wieder was, vielleicht wie im Jahr 2007, 2008. Wie kann man da vielleicht auch als Anleger mit Sammelobjekten ein bisschen entgegensteuern? Wenn natürlich mal so eine Blase platzt, dann geht wahrscheinlich erst mal alles runter. Ist leider so. Dann habe ich mal gedacht, vielleicht, dass ich mal eine Collage mit Briefmarken mache. So, es fällt ja viel so kaputte Marken an und dann ist manchmal schade, die einfach wegzuwerfen, weil sie trotzdem schön aussehen. Dann kann man sich ja vielleicht, wenn man die jetzt entsprechend herumklebt und noch ein bisschen was malt, künstlerisch betätigen. Dann, was habe ich noch? Ja, virtuelle Sammlung mit KI aufbauen hat man auch schon ein bisschen mit diesen NFTs und so weiter. Dann natürlich der Fortsetzungsfilm über deutsche Kolonien, Band 2 und so weiter und so fort. Ja, dann war noch mein Wunsch, Gefälligkeitsstempel erkennen und vielleicht auch noch ein interessantes Thema sind vielleicht, es gibt allerlei Apps zum Thema Erkennen, zum Bestimmen, Erkennen und Bewerten von Münzen und Briefmarken. Ja, gibt viele Themen, die man da noch angehen könnte.
Der Film wird jetzt schon wieder sehr lang, aber wir haben noch einige Kommentare und ich möchte auch ein bisschen drauf eingehen. Und dann macht es nichts, dann ist der Film halt ein bisschen länger. Ihr könnt euch auch ja dann in den Film das rausbringen oder anschauen, was euch interessiert. Und so schrieb da Radek Novak, das ist glaube ich ein Tscheche, kann aber gut Deutsch und auch Englisch und so weiter. Gebildeter Mensch soweit ich das sehe. Und der hatte jetzt, ist ja in Prag die Sammlermesse, das ist eine ganz tolle Sammlermesse, die kann ich sehr empfehlen. Die ist jetzt kommendes Wochenende, glaube ich. Ich war mal 2009 dort, schon lange, lange her, als sozusagen als Journalist wurde ich da eingeladen und es hat mir sehr gut gefallen. Also Prag ist auch eine wunderschöne Stadt, das kann man vielleicht, wenn man da gleich 2-3 Tage bleibt, da mit einem schönen kleinen Kurzurlaub verbinden und die Messe ist richtig toll. Und man sieht gerade in Tschechien oder auch in den anderen eher östlich gelegenen europäischen Ländern, auch Südosteuropa und so weiter. Ich habe es zum Beispiel von einer Messe in Kroatien zum Beispiel gehört, da ist einfach, da sind die Sammler noch viel enthusiastischer, das ist mehr so glücksbezogen, da geht es nicht nur ums Geld und das ist irgendwie dieser Funken, der muss einfach mal zu uns wieder überspringen nach Deutschland. Mensch, zeigt Begeisterung, Glücksgefühle, Sammeln ist einfach toll und da gehe ich nachher nochmal kurz bei diesem Artikel in dem Zusammenhang ein. Und da hält er einen Vortrag zum Thema Sammeln als Kapitalanlage, Finanzcrash. Und da habe ich vor Jahren mal einen Film gemacht und dann auch und dann Fortsetzungsfilme, wie man mit Sammeln auch ein bisschen das Ganze als Kapitalanlage nutzen kann, weil das Geld wird ja immer weniger wert. Die Notenbanken drucken wie die Weltmeister, in den USA wird gedruckt, die haben einen Schuldenberg, das kann man, ist ja gar nicht mehr in Zahlen vorstellbar, das sind zig Billionen US-Dollar und wir haben hier offiziell auch 3 Billionen Euro Schulden in der Bundesrepublik und viel mehr versteckte Schulden noch und irgendwann befürchte ich, könnte es sein, dass das Finanzsystem aufgrund dessen kollabiert und das wäre natürlich nicht schön, das wünsche ich uns dann auch nicht, aber da kann man auch mit Sammelobjekten vielleicht ein bisschen entgegensteuern und da macht er einen Vortrag und er schreibt mir zu dem Film, schönes Video, Thomas, danke dafür, ich hatte ihn auf den Film aufmerksam gemacht, es freut mich, dass ich nicht der Einzige bin, der Videos mit diesem Thema macht, er macht auch, sollte ich vielleicht mal noch seinen Kanal einblenden. Also das ist der Radek Novak 1243, schaut mal seine Filme an. Die sind natürlich dann international, die Filme auf Tschechisch oder Englisch und so weiter. Aber wie gesagt, er kann auch gut Deutsch. Toller YouTuber, so wie Ron und meine Wenigkeit. Wir müssen alle ein bisschen zusammenhalten, dass man das Thema Sammeln und Briefmarken sammeln wieder mal richtig schön voranbringen und Begeisterung auf unser tolles Hobby dann auf alle möglichen Leute ausstrahlt. Also es muss einfach, das muss doch gelingen, Mensch. Ja, dann hat Uwe, Faiz.de, das ist der Uwe, zum Buch Deutsche Kolonien, altes Buch und Geschichte, die deutschen Kolonien Band 1, Teil 1 war das. Ich werde demnächst mal irgendwann Band 2 vorstellen. Da kommt dann, glaube ich, noch Deutsch-Ostafrika und so weiter vorbei. Im ersten Film waren es Deutsch-Südwestafrika, Togo und Kamerun, soweit ich mich entsinnen kann. Und da kommt dann noch Neuguinea und weiß der Teufel was. Die Südsee ist, glaube ich, nicht so mit enthalten. Also diese Mini-Kolonie, vielleicht Kiachau, weiß ich nicht. Aber das sind wir ja dann im Teil 2. Ja, der schreibt der Uwe 2 tolle Bände in Top-Erhaltung aus seiner Zeit, als die Außenbesitzungen des Deutschen Kaiserreichs bereits wieder Geschichte waren. Die Bücher passen insofern auch gut in deine Sammlung, da deine Familiengeschichte mit Deutsch-Südwest verknüpft ist. Ja, mein Uropa hatte ja eine Farm und kämpfte dann auch bei dem Nama-Herero-Aufstand mit. Die beiden Bände dürften auch vor 100 Jahren aufgrund der hervorragenden Ausstattung nicht ganz günstig gewesen sein. Ja, denke ich auch. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich damals zahlte. Ich kaufte sie, glaube ich, ich ersteigerte sie in einem Auktionshaus in Gunzenhausen und ich glaube, es war bezahlbar. Und heute, ich hatte ja dann was zu dem Handelswert der Bücher gesagt, also so um die 100 Euro oder da etwas darüber werden die gehandelt. Aber darum geht es ja nicht so, weil
weil ich mich an den Bänden hier erfreue, an den Informationen und an den wunderschönen Bildern dazu. Und wenn man jetzt so Ansichtskarten kauft, wird es ja wesentlich teurer als bei diesen Bildbänden. Dann vor 3 Wochen etwa machte ich einen Film zum Thema Münzen und Kartenschatzsuche mit Silbermünzen. Da hatte ich so die letzten Einkäufe mal vorgestellt und da gab es etwas konträre Meinung. Thorsten 2286 meint, weil ich da die Münzpinzette verwendete, eine Münzpinzette zu verwenden, geht absolut klar. Mache ich nicht anders und das als Profisammler seit über 40 Jahren. Ich kann das nur begrüßen. Ja, ich fasste die Münzen immer so am Rand an, so ganz vorsichtig vorher und wurde dann praktisch mehr oder weniger geschimpft, dass man das doch nicht machen soll, dass man da lieber eine Pinzette oder Handschuhe dazu verwenden soll, um die Münzen nicht zu schädigen. Speziell gilt es natürlich dann für polierte Platte und Spiegelglanzmünzen. Da sollte man natürlich nie reinlangen, aber die sind meistens sowieso in so Münzkapseln oder in irgendwelchen Verpackungen dann weiter geschützt. Aber wenn man jetzt hier auch stempelt, es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Erhaltung der Münzen drauf an, wenn ich jetzt so einen alten verkratzten Taler habe, wenn ich vorher die Hände gewaschen und abgetrocknet habe und da nicht viel Schweiß oder Säure übertragen wird auf die Münze, dann kann man die auch mal in die Hand nehmen, weil es ist richtig schön, so einen alten, dicke, so eine alte, dicke Silbermünze mal in der Hand zu halten. Das macht einfach Spaß. Das erinnert an schöne alte Zeiten, die man es selber leider nicht, die man nicht erlebt hat natürlich, weil dann müsste man schon entsprechend alt sein. Dann wäre man wahrscheinlich schon einer der ältesten überhaupt noch lebenden Menschen, wenn man dann zur Zeit der alten Taler schon gelebt hätte, vor über 100 Jahren, aber und noch deutlich davor. Aber es macht einfach mal Spaß, dieses Gefühl zu haben, eine schöne, dicke Silbermünze einfach mal in die Hand zu nehmen. Wenn man heute die Euromünzen in die Hand nimmt, naja, da entstehen nicht übermäßig viel Glücksgefühle, befürchte ich. Ja, dann die gegensätzliche Meinung vom Far East, einer meiner interessantesten Kommentatoren. Immer sehr kompetente Kommentare, sehr interessant mit Zusatzinformationen. Ich sagte es ja schon im letzten Film mal, lest auch mal die Kommentare durch. Das sind wirklich auch Experten, die interessante Anregungen und Informationen zu den Filmen geben. Schöne Neuerwerben. Sofern es nicht, ich hatte es gerade gesagt, BP, also polierte Platten oder Spiegelglanzstücke handelt, kannst du deine Münzen nach dem Händewaschen ohne weiteres mit bloßen Händen anfassen. Da empfehle ich natürlich dann nicht, dass man die dann so, also dann so ins Münzbild reintatscht. Das hat man jetzt wegen fränkischer umgangssprachlich, sondern die vorsichtig dann halt am Rand anfasst. Dann kann man sie auch besser betrachten. Also kann man zur Not auch machen. Wie gesagt, wird etwas kontrovers behandelt, das Thema. Ich wüsste von den mir bekannten Profisammlern absolut niemanden, der mit einer Münzpinzette arbeitet. Die Ordensminiaturen waren für den Zivilanzug, ja, da war noch so ein Orden vorgestellt, für den Zivilanzug des Verliehen gedacht, um dessen Verdienste auch im Alltagsleben würdigen zu können. Ja, da gibt es ja immer diese Miniaturen, wenn man dann so in den Alltag rummarschierte und so 10, 20 Orden verliehen bekommen hatte und dann konnte man ja sich nicht wie so ein Pfingstochse sozusagen mit den großen Ordenbänken da griff man dann auf diese Miniaturen zurück und konnte dann auch zeigen, Mensch, was für ein toller Hecht ich bin, ein Held und so weiter, was ich alles für tolle Orden bekommen habe. Ja, dann schreibt er noch gerne mehr davon. Ja, gerne, können wir machen. Ja, dann hatte ich noch so eine kleine geschichtliche Diskussion im Rahmen dieses Filmes, weil ich da eine Münze des Prinzregenten Luitpold von Bayern zeigte. Die wurde im Jahr 1911 zu seinem 25-jährigen Regierungsjubiläum herausgegeben. Und da ging es um die Diskussion, warum der sich nicht zum König ernennen ließ. Und dann sein Nachfolger, der Ludwig III., der war auch für kurze Zeit nochmal Prinzregent und ließ sich aber dann zum König ernennen. Grund des Ganzen, dieses ganzen Hin und Hers war, dass König Otto, der Nachfolger von König Ludwig II., wahnsinnig war und im Irrenhaus sah und deswegen nicht regierungsfähig war. Und da schrieb Orion Suger 1954, Einwurf zum Prinzregenten,
der lehnte den Titel eines Königs nicht ab, sondern man war damals der rechtlichen Auffassung, dass ein König nicht seiner Würde verlustig gehen könne, selbst wenn er in einem Irrenhaus untergebracht war. Es hieß ja nicht umsonst von Gottes klaren König von Punkt, 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 in diesem Fall von Bayern. Man leitete also seinen Titel von Gott verliehen ab. Eine irdische Macht war gar nicht zuständig, das abzuändern. Also sahen wir da ein bisschen anders als vielleicht heute. Aber ich musste dann einen Gegeneinwand dazu einwerfen und deswegen schrieb ich, allerdings muss ich nun einen kleinen Gegeneinwurf machen, nicht wegen Luitpold, sondern halt wegen Ludwig III. Und ich zitiere dann aus Wikipedia, weil das dann ein bisschen einfacher ist und dann, als wenn ich das jetzt mit eigenen Worten geschrieben hätte, ist ja auch ein bisschen eine Zeitfrage. Am 5.11.13 erklärte Prinzregent Ludwig, also er war auch erst einmal Prinzregent, in einer von den bayerischen Ministern unterzeichneten Erklärung seine Regentschaft für beendet und den Thron als erledigt, womit Otto seine königlichen Rechte verlor. Am selben Tag wurde er als Ludwig III. Zum König von Bayern ausgerufen. Aber da kommt jetzt wieder dieser Einwand von Orion Sucher zum Tragen, da Titel und Würden König Ottos jedoch nicht angetastet wurden, gab es bis zum Tode Ottos im Oktober 1916, starb er erst, sozusagen zwei Könige in Bayern. Einer, der regierte und einer, der auch noch die Würde. Ja, vielleicht ein bisschen so, kann man sich vielleicht mit Papst Benedikt XVI. Vorstellen und Papst Franziskus, die beiden waren ja auch noch Päpste. Nur Benedikt trat ja von seinem Posten zurück mit seinem geistig, er hätte es weitermachen können, zumindest geistig gesehen. Er war ja nicht senil oder so weiter, er war halt ziemlich alt und sagte, jetzt muss ich mal in Pension gehen oder in Rente gehen. Es hat keinen Sinn mehr. So können wir es vielleicht auch ein bisschen vergleichen. Ja, dann hat er mir noch zurückerwidert, ja, da scheint man wohl aus politischen, dynastischen Gründen die bisherige Auffassung geändert zu haben. Eventuell hat man bis zu diesem Zeitpunkt angenommen, dass der rechtmäßige König wieder gesunden und auf den Thron zurückkehren könne. Ich denke nicht, dass seine geistige Verfassung war so schlecht, dass man damit eigentlich, glaube ich, nicht mehr rechnete. Aber wollen wir man sieht, es ergeben sich auch immer wieder interessante Diskussionen in den einen oder anderen Filmen, wie in diesem Fall. Ja, dann kommen wir zum letzten Kommentar. Da will ich nochmal auf das Thema Sammeln und Glück dann eingehen, weil das vielleicht ein ganz interessanter Bezug ist. Da schrieb mir MHA708, schon 3 Wochen her, er wusste gar nicht, dass Briefmarken noch gesammelt werden. Habe noch eine kleine Kiste mit Briefmarken. Bin kein Sammler, es ist ein Sammelsurium von Briefmarken. Wenn jemand Interesse hat und mich dafür noch eine müde Mark geben würde, würde ich mich freuen. Es sind auch DDR-Marken dabei. Ja, das ist leider wirklich so. Also wir Sammler wissen natürlich, dass Briefmarken, Münzen und dergleichen noch gesammelt werden, sogar recht intensiv. Auch wenn bei einigen Teilgebieten die Preise natürlich oder die monetären Werte sehr stark heruntergegangen sind. Da hat sicher eBay einiges kaputt gemacht, weil da zeigte sich letztlich, wie viel Ware eigentlich auf dem Markt ist. Denn in den 70er und 80er Jahren, da meinte man, es geht nur noch hoch und da wurden Massen von Marken gehortet. Es ist Wahnsinn, was da teilweise die Händler an Nominalware bei der Post sozusagen sogar kauften und darauf spekulierten, dass die Werte irgendwo Richtung Himmel schießen würden und wenn da einer so ein paar hundert Marken, also ein paar Bögen kaufte, dann hat er das auch immer wieder vorsichtig versucht, natürlich nicht alles gleichzeitig auf den Markt geworfen und daher war der Markt noch ein bisschen überschaubarer und plötzlich konnte über eBay dann jeder dann Marken anbieten und es wurden auch ganz ordentliche Preise gezahlt und dann kam immer mehr auf den Markt, da sprang immer mehr auf den fahrenden Zug auf, sozusagen. Ich weiß es noch von den Ende der 90er und Anfang der 2000er. Und dann gingen die Preise speziell für Bundesrepublik, Berlin und so weiter, ganz besonders bei 60er, 70er, 80er Jahren, immer weiter runter.
Aber es war nach unten, bei dem Postfrischenwagen war es ja noch nach unten begrenzt ab dem Jahr 1969. Aber dann kam ja der Euro und dann kam die Deutsche Post und machte diese Marken ungültig. Und das gab so fast der Philatelie, also zumal zeitweise zumindest fast so eine Art Todesstoß. Und da versuchten alle dann ihr Zeugs dann an den Markt zu werfen, weil dann brach so fast eine Panik aus und bei eBay wurde überflutet. Und darunter leiden wir heute noch. Und das ging natürlich auch an der Presse und den Medien nicht spurlos vorüber. Die bekamen auch das eine oder andere. Bei Journalisten gehen oft nicht so sehr in die Tiefe eines Themas, sondern betrachten es ein wenig oberflächlicher, weil sie auch oft keine Experten sind, hatte ich schon oft erlebt. Wurde ich befragt, zum Beispiel, das Berühmte ist, welche Pfennigmünzen zum Beispiel wertvoll sind. Da gibt es ja dieses 2-Pfennig-Stück 1969. Ja, da schrieb mal einer einen Artikel und dazu wurde ich befragt und ich sagte, das ist sehr wertvoll, aber nur wenn es nicht aus Stahl mit Kupfer plattiert ist, sondern aus reiner, also Bronze, praktisch Kupferbronze ist und dann nicht vom Magneten angezogen wird. Und was schrieb der Journalist? Ja, das 2-Pfennig-Stück 1969 J ist unheimlich wertvoll. Und nicht dazu, um welche Legierung es dabei geht. Und so agieren leider die Medien und die Presse oft. Und so wurde dann auch massiv das Briefmarkensammeln sehr schlecht geredet. Darunter leiden wir heute noch. Mein Kanal, jetzt mein YouTube-Kanal, auch Ron und so weiter, wir versuchen dem entgegenzusteuern, wieder die Begeisterung für das Sammeln, für das Briefmarkensammeln zu wecken. Und ich sah, jetzt kamen schon viele neue Briefmarkensammler dazu. Und natürlich die Aussage, dass Briefmarken noch nicht mehr gesammelt werden, ist natürlich reiner, Entschuldigung, MHA 708, ist natürlich reiner Unfug. Es gibt zig Millionen Sammler, die wirklich noch mit Enthusiasmus diesem Hobby nachgehen. Also das Briefmarkensammeln ist noch lange nicht tot. Viele Totgesagte leben länger, als man denkt. Und da ging es jetzt in der Philatelie um einen Artikel, das Sammeln und das Glück ist ein recht langer Artikel. Interessant ist, da ging er dann zum Beispiel auf einen Tauschtag, schreibt er, bei Münster, glaube ich, ja, und da sah er eine wunderschöne Ansichtskarte. Da ging es um einen Löwenunfall des Zirkus Barum aus dem Jahr 1904 in Leipzig, hat er hier auch abgebildet. Wunderschöne Karte. Und da sah er, da war schon ein anderer Interessent da und er sagte, suchte mit dem Verkäufer zu handeln. Dafür 20 Euro, verdammt teuer, das könnte ich zwar gebrauchen, aber das ist es mir nicht wert. Und er selbst schreibt, dass der Beleg, dachte er sich, kostet doch nur 20 Euro. Das bezieht sich doch nur auf den materiellen Wert des Sammelgegenstands für seine Äußerlichkeiten, wie das Papier, der Briefmarke, des Briefumschlags und des Stempels sowie die Seltenheit. Und dann schreibt er, treffend dazu, ist dagegen die Freude, die der Beleg den Sammler schenkt, gar nichts wert? Und er schreibt noch dazu, sie bereitet mir ein zeitgeschichtlicher Beleg für 20 Euro viele Jahre, falls ich ihn nicht wieder verkaufe, sogar mein ganzes Leben lang, also Freude. Die Freude gehört für mich wie das Leiden zum Sammlerglück und ist wertvoller als das Materielle. Also schöner könnte man es eigentlich nicht schreiben. Danke, wie heißt der Autor? Das ist der Andreas Neugebauer, hat er super geschrieben. Wollte ich jetzt gleich noch mit in dem Film mit zitieren und erwähnen, weil das ist auch ein gutes Schlusswort für den heutigen Film, wo ich mich jetzt für eure Aufmerksamkeit ganz herzlich bedanken möchte. Ich freue mich über jedes Like, wenn euch der Film gefallen hat, dann bitte liked ihn, hier ist das wieder so neu, denglisch, also liked ihn mit erhobenen Daumen, also bringt zum Ausdruck, dass euch der Film gefallen hat. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, Abonnements sind natürlich weiterhin kostenlos, hat auch YouTube nicht anders vorgesehen. Kostenpflichtig ist eine Kanalmitgliedschaft, da will ich ein paar Vorteile bieten.
Aber in erster Linie geht es darum, diesen Kanal etwas zu supporten. Und ich freue mich über jeden Supporter, der ein bisschen das hier auch finanziell unterstützt. Und wie gesagt, man kann auch einmal unterstützen über den Link, den, wie man, glaube ich, immer in meinen Kommentaren kann man lesen, diesen PayPal-Link, wo man dann direkt ein paar Euros spenden kann. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch die drei berühmten Gs, Glück, Gesundheit und Geld, und würde mich freuen, wenn ich euch bald wieder auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunstmacher Tomi begrüßen könnte. Dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunstmacher Tomi. Auf Wiedersehen!